aber mit einer knappen Führung. Aber zusammen mit Vanessa Vogt gleich unterwegs. Gut für Vanessa. Denn Lou Jean-Monod will sich bestimmt ordentlich nach vorne arbeiten. Und Sie sehen es, der Abstand zwischen Tandrevold und Elvira Öberg nur 5 Sekunden. Und Elvira Öberg hat gestern gesagt, sie geht gleich volle Attacke drauf auf der ersten Runde, will in Führung gehen und dann locker an den Schießstand ranlaufen. Also die hier, da sehen wir sie, die laufstarke Schwedin, die hat sich einiges auf der Strecke vorgenommen. Also gleich eine Dreiergruppe geben mit Brisas Boucher, Lena Hickey-Groß und Lisa Vitozzi. Kleine Lücke von Lisa Vitozzi, kann aber dann möglicherweise ranlaufen an die beiden. Dann Knotten und Julia Simon gemeinsam. Kurz dahinter Anna-Maria Lampic, die laufstarke Slowenin, die wird möglicherweise oder sicherlich ranlaufen an die beiden, an Knotten und Simon. Dort rechts gleich Anna-Maria Lampic und dann gibt es so eine Gruppe aus 5 Athletinnen. Bevor die erste Deutsche startet mit der Nummer 14, Vanessa Vogt, die dann gemeinsam mit der Frau in Gelb-Rot, mit Lou Jean-Monod, laufen wird. Da sehen wir schon im zweiten Korridor Vanessa Vogt. Und direkt dahinter geht Lou Jean-Monod auf die Strecke, die 9. Französin im gelben Trikot. Stark herausgefunden, hast du es rausgefunden? Habe ich nachgeguckt. Sophia Schneider, die zweite Deutsche, 1,38 ist der Rückstand von ihr. Läuft zusammen mit Merkuschina, Dimitrova, Dorothea Wira, Tilda Johansson. Dann kommt Selina Grotian. Ja, auch sie in einer kleinen Gruppe unterwegs. Mit Tuli Tomingas aus Estland, mit Elisa Gasparin, der Schweizerin, und Sarah Andersson, hier sehen wir sie, der Schwedin. Ja, ist ja dann immer die Frage, wie bleibst du in welcher Gruppe? Hier sehen wir es, Elvira Öberg ist draufgelaufen auf Ingrid Landmark van der Voigt, aber hält sich dann doch jetzt ein bisschen zurück. Ja, also wahrscheinlich ist anders angedeutet. Die Taktik erstmal ranzulaufen, dann mitschwimmen und vielleicht geht sie am Anstieg dann noch vorbei, könnte ich mir auch vorstellen. Wobei Ingrid auch gut drauf ist, also es ist nicht so, dass die kein hohes Tempo geht gerade. Ja, laufen sie erstmal zusammen hoch. Gleich kommt das Omega für die beiden. 5 mal 2 Kilometer werden gelaufen. Bedingungen sind ein bisschen kompliziert. Ich habe vorhin noch mit Sebastian Hopf gesprochen, mit dem Cheftechniker, der sagt, na, es war erst trocken, dann ist es ein bisschen feuchter geworden. Jetzt hat er das Gefühl, der Schnee wird wieder ein bisschen trockener. Sind jetzt mehr in den Universalbereich gegangen, was die Wahl der Skier angeht, was also den Schliff betrifft. Schneetemperatur minus 0,4 Grad, Lufttemperatur 1 Grad. Arndt rümpft die Nase, sagt, ja, das sind komplizierte Bedingungen. Ja, ist nicht ganz leicht. Also gestern könnte ich mir vorstellen, sind noch feine Schliffe gelaufen worden und kältere Ski. Aber heute ist das nicht möglich. Und dadurch, dass die Sonne dann rauskam, das verändert ja auch wiederum ja, die Luftfeuchtigkeit. Der Schnee wird trockener. 20 Sekunden lagen die, die jetzt hier in der Zwischenzeit sind, am Start ungefähr hinter der Spitze. Jetzt sind es 15, also laufen ein etwas schnelleres Tempo als Ingrid Landmark-Tandrevold. Und das ist ja jetzt hier erst der erste kleine Anstieg. Jetzt geht es über die Rechtskurve durch die Tunnel und dann zu dem etwas längeren Anstieg. Der aber in der 2-Kilometer-Runde natürlich auch nicht besonders weit hoch geht. Ja, das heißt ja auch direkt wieder zurück. Genau, und dann schießt man gerade durch die Tunnel durch zum Schießen. Also die Runde ist auf der zweiten Hälfte auf der Bergseite stark verkürzt im Verfolger. Das heißt, das meiste spielt sich heute auf der Wiese ab. 5 Minuten ungefähr Laufzeit für eine 2-Kilometer-Runde. Genau, durchaus letzte Runde Elvira Öberg schneller gewesen schon mal. Ja. Hier sehen wir die Trainer mit den Informationen, wie sich die anderen Gruppen verhalten. Und Lou Jean-Monod geht da nicht vorbei, finde ich auch interessant, dass sie erstmal da mitläuft, ins Rennen reinkommt. Ich hätte erwartet, dass sie vielleicht gleich am Anfang schon ordentlich loslegt, aber sie läuft da erstmal mit. 1,08 nach vorne, passt so, optimal. Schön aus der Abfahrt wieder raus, dann attackieren. Hopp. Die beiden schon raufgelaufen auf Anna Gandler und Lotte Lee. Das waren so 6-7 Sekunden am Start. Anna Juppe, glaube ich, war es. Anna Juppe war es, ja. Anna Juppe gestern das erste Mal in ihrem Leben
ein Biathlonrennen ohne Schießfehler absolviert. 2x0. Ja, und das macht süchtig. Das will sie wieder. Wenn es mal so leicht wäre. Ja. Man sich das immer so denkt. Jetzt sieht man gleich, dass sie dort links abbiegen bei Julia Simon und dann direkt gerade durchfahren können zu den Tunneln. Also da ist die Runde doch kürzer. Die Männer sind weiter hochgelaufen und hier biegt Julia Simon jetzt links ab und dann geht es wieder runter. Anna-Maria Lampitsch gestern mit der schnellsten Laufzeit. Die ist als 24. nach dem Stehenschießen raus und wird dann noch 8. mit der schnellsten Schlussrunde. Habe ich gar nicht so erwartet, dass sie so weit nach vorne kommt. Und die zwei kommen schon zum Schießen. Sie kommen zusammen zum Schießen und du hast es gesagt, 100% Trefferquote von Ingrid Landmark-Tandrevold in dieser Saison im Liegendanschlag. Jetzt also Tandrevold, die Siegerin von gestern gegen Elvira Öberg. Strafrunde für beide. Öberg hat ihre Atmung umgestellt, atmet wieder zweimal zwischen den Schuss im Liegendanschlag. Hat im letzten Jahr das so gemacht, beide mit einer Strafrunde raus. Hecki Groß mit 4 Treffern. Rias Boucher geht in die Runde, Hecki Groß geht in Führung. Was macht Vitozzi? 2 Strafrunden für Justine Rias Boucher. Vitozzi geht mit. Elvira Öberg hat die Hälfte der Strafrunde jetzt absolviert. Vielleicht ist Lena Tandrevold so 10, 20 Meter hinter ihr. Ich glaube, Lena Hecki ist jetzt aufgeregt. Wenn sie auf 1 rausläuft, das ist auch erstmal eine neue Situation. 2 Sekunden vor Vitozzi, 11 und 13 vor Öberg und Tandrevold. Julia Simon auch fehlerfrei. Sie ist ja irgendwie ja, eine Verfolgungsexpertin, würde ich fast sagen. Knotten mit Strafrunde. Lampitsch mit 2 Strafrunden schon bei erst 3 absolvierten Schuss. Die muss das dann auf der Strecke wieder reinholen. Jetzt gucken wir auf Vanessa Vogt. Warten auf den letzten Schuss. Treffer! 5 Treffer, auch wenn die Schießzeit relativ lang war von Vanessa Vogt. 35,6 Sekunden Vergleich. Schnellstes Julia Simon, 24,5 Sekunden. Ein Invest, der sich aber gelohnt hat. Sie hat ja getroffen, den letzten. Sophia Schneider mit einer Strafrunde bereits. Jetzt ist die zweite schon dazugekommen. Vanessa Vogt, 13. 1:07 der Rückstand. Beim Start waren es 1:12. Da natürlich auf Landmark Tandrevold. Die Scheiben noch mal von Vanessa Vogt. Zweiter Schuss. Dann wartet sie und trifft. Dann kann man ihr keinen Vorwurf machen. Und jetzt vorne. Lisa Vitozzi. Ja, hat Groß und Lisa Vitozzi. Hat leicht die Lücke geschlossen. Manchmal ist man dann, wenn man auf das erste Mal vorne läuft, ist man fast dankbar, wenn der zweite einen einholt. Dann fühlt man sich nicht mehr so alleine. Und hat das Gefühl, wir können das hier irgendwie zusammen machen. Und ich bin nicht so ganz vorne für mich. Dahinter die Gruppe oder das Pärchen Öberg-Tandrevold. Schneider in der Strafrunde. Kommt jetzt raus nach dem ersten Schießen. Ja, ich war jetzt 33. mit 0 Fehlern. Sophia Schneider nach den 2 Strafrunden 45. Ja, Lena Hecki-Groß, ihr Mann ist hier, Marco. Arbeitet als Wachser für die Slowenen, also in der Mannschaft von Rico Groß, seinem Vater. Macht eine Ausbildung in Ruppolding oder in Traunstein als Mechaniker, hat aber da ein bisschen frei bekommen und wird gelegentlich als Skitechniker aushelfen. Ist ja auch ganz schön, wenn ja, jemand mal da ist, ne? Das auch, und man braucht immer Leute mit handwerklichem Geschick. Skipräparation ist ein Handwerk und Leute, die anderes Handwerk gut können, kann man da gebrauchen, vor allem, wenn sie auch noch Ski laufen können. Genau, weil er selbst bis zum letzten Winter Biathlet.
Und man muss ja als Skitechniker auch relativ viele Kilometer machen hier den ganzen Tag. Ja, Öberg und Tandrevold geben da Gas. Ja, 6,9, 7,2. Aber Gryasimov verliert. Der hatte 28 Sekunden nach dem Schießen. Ja, sie wirkt immer noch ein bisschen müde im 2-1. Ist noch nicht so ganz auf dem Top-Level läuferisch. Du sagst Boucher, 49,4 Sekunden. Da ist der Abstand schon ganz schön groß. Midland-Mark Tandrevold übrigens vor einem Jahr hier Zweite geworden, von Platz 13 gestartet. Also das ist ja immer, man fragt sich ja immer, was geht noch, von welchem Platz? Ne? Man kann auch von Platz 13 noch weit vorlaufen. Da hatte sie auch ein bisschen mehr als eine Minute Rückstand auf die Spitze vor dem Rennen. Gut, Vanessa, gut. Ja. Leichte Rechtstendenz, eine rechts bei dir, Vanessa, und behauptet ab. Das war die Ansage des Trefferbildes für Vanessa Vogt, damit sie zum zweiten Schießen eben möglicherweise etwas umstellen kann. Und die sind schon wieder am Wendepunkt runter zum Schießstand. Aber eine Raste, ob man die nimmt oder nicht. Wir hatten es vorhin ja schon bei den Männern. Ja, das ist homöopathisches Rasten genannt. Ja, also Rasten kostet ja auch Zeit. Wenn ich raste, dann ja, schon eher zwei oder drei, dann war es was. Ne? Aber hast du denn, wenn dir jemand zugerufen hat, eine nebenbei rechts, dann einfach das ignoriert und keine genommen? Hinten raus eher ja, aber am Anfang natürlich nicht, weil du willst ja dann keinen Vorwurf machen. Und vielleicht ist ja doch diese 2 Millimeter, die dann den Unterschied machen. Man will ja als junger Athlet alles richtig machen. So, jetzt kommt die große Gruppe, angeführt von Hanna Öberg. Und die sind schon wieder da. Lisa Vitozzi, 94% Treffer, Quote im Liegenabschlag. Schnell schießt sie zudem. Nee, groß 88%. Und die beiden Verfolgerinnen haben die Lücke im Prinzip geschlossen. Aber jetzt Lena Hecki groß mit einer schnellen, fehlerlosen Serie. Sie bleibt vorne und Lisa Vitozzi. Habe ich aber auch selten gesehen, dass jemand schneller schießt als Lisa Vitozzi im direkten Duell. Ganz stark. Tandrevold auch fehlerlos und Elvira Öberg auch, aber langsamer. Die vier werden wahrscheinlich auch zum dritten Schießen, zur viert kommen. Ja, hohes Niveau jetzt beim Liegenschießen. Lena Hecki groß, 22,3 Sekunden wird hier angezeigt. So schnell kam es mir gar nicht vor. Die beiden Französinnen, Simon und Brésas Boucher, die beiden Rivalinnen ja in der französischen Mannschaft. Schönes Bild. Schönes Bild im Prinzip. Da gibt es einen Vorwurf von Brésas Boucher, dass Simon mit ihrer Kreditkarte eingekauft habe. Das Boucher geht in die Runde. Simon 36 Sekunden. Bleibt noch in einer Lauerposition zu den beiden stehen schießen. Vanessa Vogt. Fehlerlos, Mona Brorson fehlerlos, Vogt mit einem Fehler, Gandler fehlerlos, Knotten fehlerlos. Also gutes Schießen jetzt bei vielen, aber Vanessa Vogt muss 150 extra Meter laufen. Mono, die Frau in Gelb-Rot. Jetzt ohne Fehler. Das Boucher hat dir mitgegeben, versuch es zu ignorieren, dieses gelb-rote Trikot. Ich hatte auch schon mal das gelbe, 2017 war das, auch hier in Hochfilzen, aber nur für zwei Rennen. Es hat mich irgendwie aus dem Konzept gebracht. Ich war nicht mehr der Biathlet, der ich vorher war. Bleib, wer du bist, aber nicht so einfach wahrscheinlich. Ja, kann ich nicht mitreden, leider. Sonst würde ich da jetzt auch mal was sagen. Aber das Rote hattest du auch mal. Nachvollziehen kannst du es möglicherweise. Es war schon so. Philipp Navrat haben wir gestern gesehen beim Aufwärmen hier. Immer Kamerateams um einen rum, mehrere internationale dann eben auch. Hier nochmal die Serie und der Fehler von Vanessa Vogt. Oh, schwarz da weg. Auf dem Rand. Der tut jetzt besonders weh, weil die anderen so gut durchkamen.
Da rutscht sie dann schon ein Stückchen weit nach hinten. Geht jetzt auf 17, ist auf 17 rausgegangen. Und ist wieder mit Lou Jean-Monod vereint. Ja, den hätte ich Walz, hat inzwischen das zweite Mal 0 geschossen, hat sich nach dem zweiten Schießen einsortiert als 30. Vanessa Vogt ist 17. Und Lena Hecki Groß weiterhin vorne. Hat sich im Frühjahr in bemerkenswerter Offenheit über Essstörungen geäußert. Da gab es ja eine Doku in der ARD, gibt es noch in der ARD-Mediathek, Hungern für Gold. Und im Anschluss daran hat sie gesagt, dass sie eben auch versucht hat, abzunehmen und weniger zu essen. Und dann kam es zu regelrechten Fressattacken, wo sie ihren ganzen Kühlschrank nachts leer gegessen hat. Fand ich sehr bemerkenswert und offen, wie sie darüber gesprochen hat. Kleiner Exkurs. Und jetzt sind wir wieder zurück im Rennen mit Elvira Öberg und Ingrid Landmark-Tandrevold. Die versuchen, diese Lücke zu schließen Richtung Vitozzi und Lena Hecki Groß. Aber die kommen nicht wirklich ran gerade. Das wundert mich. Ja. Nur also, 2 Sekunden. Ja, Lena Hecki Groß ist da wirklich gut unterwegs. Lässt sie nicht rankommen. Stehend ist sie etwas schwächer einzuschätzen als die anderen. Also ab Elvira Öberg schießt schlechter, aber Lisa Vitozzi deutlich stärker. Und Justine Balsas-Boucher auch. Tandrevold vergleichbar. Kann man sagen, ja. Vanessa Vogt hinter Lou Jean-Monod. Die sind zusammen gestartet, laufen jetzt wieder und weiterhin zusammen. Dorothea Wira hat sich auch schon ein bisschen nach vorne gewurschtelt. Ja, Dorothea Wira vor allen Dingen läuferisch noch nicht in der besten Form. Hier stehen immer auch gerne die Techniker, weil man da natürlich einen ganz guten Blick für die Fahrt des Skis bekommt oder wie gut die Ski sind. Dort unten stehen gern Techniker, da hat man mal eine ganz gute Ahnung, wie das Brett funktioniert. Und jetzt kann man es ja auch mal sehen, wer kann am längsten gleiten. Ja. Eben sah es schon so aus, als ob die Schwedin noch ein bisschen vorbeigerutscht ist, ja, an Lisa Vitozzi. Das passt ja auch zu den Laufzeiten. Mona Bronson war eben extrem gut unterwegs. Auf der einen Runde ist dann Vanessa Vogt vorbeigelaufen. Also ich glaube, die Schweden sind ganz gut aufgestellt heute. Jetzt sind sie Richtung Schießen ein bisschen dichter rangekommen als zuletzt auf der Strecke an sie, an Lena Hecki Groß. Ein Quartett beim dritten Schießen. Jetzt geht es in den Stehendanschlag. Sandra Flunger, die Österreicherin, hier aus Saalfelden. Rico Groß, der Vater von Lena Hecki Groß. Nee, ist nicht der Vater. Der Vater, der Schwiegervater. Natürlich. Und die Bedingungen sind perfekt. Das waren sie auch beim Anschießen. Es ist kein Wind da. Jetzt muss Hecki Groß das erste Mal in die Runde. Wer kann davon profitieren? Vitozzi nicht. Tandrevold, Öberg. Es ist Tandrevold. Und es sind beide. Jetzt sind wieder die vorne, die ganz am Anfang vorne waren. Ingrid Landmark-Tandrevold und Elvira Öberg. Die beiden mit den schwächsten Stehenquoten sind jetzt vorne. Das ist doch Biathlon. So ist das mit Mathematik ja, und Statistiken. Ich glaube, keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, heißt es doch immer so schön. So, diesmal geht Elvira Öberg vor der Norwegerin raus und wird das Tempo hochhalten Richtung letztes Schießen. Rückstand von Hecki Groß 16, von Lisa Vitozzi 22 Sekunden. Genau, eine Strafrunde sozusagen. Das ist Lisa Vitozzi. Und wir haben jetzt 4 Frauen aus 4 Nationen, die um die Podestplätze kämpfen. Macht ein bisschen mehr Spaß als bei den norwegischen Meisterschaften bei den Männern. Ne? Ja. Als wir einen Vierfachsieg für die Norweger hatten. Hanna Öberg jetzt mit 4 Treffern. Bresas Boucher muss 2-mal in die Runde. Simon hat 30 Sekunden Rückstand, ist nach wie vor die vielleicht lachende 5.
Knotten jetzt fehlerlos. Aber jetzt rupft es doch einige. Skogen mit zwei Runden, Gantler mit einer. Und jetzt Vanessa Vogt zum dritten. Kleines Zögern vorm vierten, aber sie bringt es durch. Das dritte Schießen ist immer richtungsweisend im Verfolger. Da passieren viele Fehler. Und da muss man ungeschoren durchkommen. Da ist der Fehler von Lena Heckigus. Hopp, schnell weg. Sandra Flinger hier. Kann aber trotzdem zufrieden sein. Lena Hecki Groß mit 4 Top 15 Ergebnissen in diesem Winter. 8 im Gesamtweltcup. 14, 15, 11 und gestern 4. Und der war knapp. Das hat die trotzdem. Die beiden, die jetzt vorne sind, waren auch in der dritten Runde ziemlich schnell unterwegs. Deswegen bin ich gespannt, wie sich der Abstand zu Lena Hecki verhält. Lisa Vitozzi kommt da auch noch nicht so richtig ran wieder. Wunderbar zu sehen hier die Abstände. Vorne das Zweierpärchen, unten am Bildrand und dann links, da kommen die anderen drei dahinterhergelaufen. Hecki Groß, Vitozzi und Julia Simon. Dahinter schon Hanna Öberg, die noch keinen Fehler geschossen hat, von 20 auf 6 vorgelaufen ist. Ebenfalls fehlerlos Julia Simon, die sich aber nur in Anführungszeichen von 7 auf 5 verbessert hat. Also sieht man auch läuferisch Hanna Öberg heute deutlich schneller unterwegs als Julia Simon. Ja. Und Tandrevold lässt sich nicht abschütteln. Ja, die ist auch gut drauf. Die ist euphorisiert wahrscheinlich, aber die hat auch gute Form im Moment. Hab 992 Tage gewartet auf diesen Sieg gestern. Einen Sieg bisher ja gehabt. Das war im Massenstart. Massenstart in Östersund im März 2021. Richtig. Habe ich nämlich nachgeguckt vorhin. Ja, noch nie einen Sprint gewonnen. Hat sie jetzt auch. Kann sie einen Haken dahinter machen. Und vielleicht macht sie heute den nächsten Haken die Verfolgung dran. Hatte sich die Fingernägel gelb lackiert und wurde gestern dann auch angesprochen, ob das ein Angriffszeichen aufs gelbe Trikot war. Und sagte dann, nein, 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 das war reiner Zufall. Ich male mir die heute anders an. Das soll so rot-gelb nicht sein. Anderes Gelb. Vanessa Vogt mit Anna Magnusson. Vanessa Vogt auf der 9. Auf der Position, auf der Anna Magnusson am Start war, die man ja an der Nummer erkennen kann. Da ist natürlich schon eine ganz schöne Lücke zu Platz 7, zu Platz 6. Mehr als eine Strafrunde. Ja, Mona Rawson auf der 8 ist im Prinzip die Frau, die sie dort schon überholt und eingeholt hat, die nach dem Schießen vor ihr lag, die jetzt hinter ihr liegt. Das heißt, Vogt dann jetzt wahrscheinlich 8, wenn wir dann in der Zwischenzeit sehen. Ja, da sehen wir das Loch sozusagen zu Caroline Knotten, die auf der Gegenseite schon wieder im Anstieg war. Wahnsinnig viele Fliegen hier an. Siehst du das auf der Scheibe? Ja, es sind ungefähr 200 Fliegen sitzen in unserer Kabine auf der Scheibe. Ich weiß nicht, wo die alle herkommen. Ja, die sind, glaube ich, noch aus dem Sommer. Die sind alle ein bisschen träge. Und also man kann noch rausgucken. Wir können noch was sehen. Ja, super, Vanessa, Rang 8. Ja, optimal. Er nutzt die Abfahrt mit der super Chance. Genauso. Oh, weiter. Komm, auf geht's. Super. Bei den Österreichern sind mindestens genauso viele, es liegt nicht an uns. Fliegen? Ja. Achso, hast du mal rübergeguckt? Ja. Ja, das ist doch noch mehr, glaube ich. Aber wir schweifen ab. Denn jetzt fällt vielleicht die Entscheidung. Wer holt den goldenen Zeigefinger aus dem Handschuh? Elvira Öberg oder die Linksschützin Ingrid Landmark-Tandrevold? Sie stehen Rücken an Rücken. Genau, schade, dass es nicht umgekehrt ist, wenn sie sich anschauen. Synchron. Und da hinten, da kommen die beiden, die natürlich auch noch aufs Podest wollen. Lena Hecki Groß und Lisa Vitozzi.
Knien gelandet. Man kann Kandrovoit mit Problemen. Elvira Öber kann durchziehen. Und sie macht den Sack zu, Elvira Öberg. Das Ding wird sie gewinnen, denn sie ist die Laufstärkste hier. Und sie zieht jetzt davon, während Ingrid Landberg-Tandrevold jetzt erst das Schießen wieder aufnehmen kann und erneut nachschauen muss. Das Schloss schließt es nicht richtig. Was sind das für Probleme, Arndt? Ja, ich glaube, sie hat einen rausrepetiert. Aber ganz stark. Gleichzeitig mit Lena Hecke groß. Das ist der Kampf um Platz 2 und 3. Kann Lisa Vitozzi da auch noch ranlaufen? Vielleicht, vielleicht. Auch sie schießt null. Ein paar Probleme beim Aufsetzen des Gewehrs. Simon geht in die Runde. Was für ein Niveau. Die ersten vier jeweils mit null. Ganz stark. Aber stark, dass Ingrid da durchzieht. Sich nicht beirren lässt. Hat es geschafft, in Ruhe nachzuladen. Bringt die null. Und das sichert ihr vermutlich den Podestplatz. Elvira Öberg. Sehr ordentlich, letztes Mal in den Liegenbereich. Jetzt sehen wir es nochmal. Ja. Ich vermute nicht ganz aufgezogen, den Verschluss. Und dann ist die Hülse nicht so richtig geflogen, beziehungsweise die Patrone, die nachfolgt, hat sie nicht gar nichts gemacht. Ne? Sie hat nur geguckt. Ja. Aber sie musste dann ja zum Schluss noch einen nachschieben, wenn ich das richtig gesehen habe. Das wird jetzt das Duell das ist das Platz 2. Tandrevold gegen Hecki Groß. Also ich gebe mal einen Tipp ab. Na, jetzt bin ich gespannt. Wenn Lena Hecki es schafft, bis zur Zielgeraden dran zu bleiben, dann macht sie es im Endspurt. Jetzt mal ein Tipp, aber... Es gibt ja nicht die Kurve, in der du damals gegen Martin Ponzoloroma den Sieg geholt hast im Massenstart. Es gibt eben die zwei Möglichkeiten, an den beiden Anstiegen anzuspringen, wegzugehen, an der ersten Zwischenzeit oder eben nach dem Tunnel, um sich zu lösen. Ja, du kannst oben gut im Windschatten reinfahren und durch die Tunnel vielleicht aus dem Windschatten raus, vorbei und dann auf die Zielgerade anziehen. Das wäre wahrscheinlich die beste Taktik. Da haben wir Florina Wolken gesehen am Bildrand. Die muss jetzt eigentlich aufhören zu laufen. Die ist überrundet worden. Ja, da war es auch ganz kurz noch zu hören. So, jetzt sehen Sie es. Landberg-Tandrevold hält das Tempo hoch. Ja, sie sucht ihr Heil in der Flucht, glaube ich. Die versucht, Lena Hecki Große abzuschütteln auf der Runde. Sie mag die Verfolgung eigentlich. Ingrid Landberg-Tandrevold sagt aber, sie war immer nur die Jägerin. Sie war noch nie der Hase. Jeder kann ein guter Jäger sein, aber nicht jeder ist ein guter Hase. Ich finde, sie war heute ein ganz guter Hase. Sie hat nur sich von Elvira Öberg einholen lassen, sonst von keinem. Aber jetzt wird sie gejagt von Lena Hecki Groß. Aber Zickzacklaufen bringt auch nichts, wie bei einem Hasen. Das würde Lena Hecki Groß dankbar nutzen, wahrscheinlich. Und Elvira Öberg. Schaut nach rechts, wo sind die anderen? Da vorne, das sind dann auch die nächsten, die überrundet werden. Ja, hier kannst du natürlich schön den Abstand einschätzen. Vanessa Vogt auf der 14 rausgegangen nach dem letzten Schießen mit zwei Fehlern insgesamt. 14. hat vor sich Bronson und Jean Monod, die sie noch einholen kann. Dann vielleicht 12. So, jetzt kommt der kleine Anstieg, versucht sich hier Ingrid Landberg-Tandrevold abzusetzen. Versuchen wird sie es, aber schafft sie es. Es wird beim Versuch bleiben, wie das gerade aussieht. Lisa Vitozzi hatte 9 Sekunden Rückstand auf die beiden nach dem Schießen. Wird voraussichtlich nicht mehr eingreifen können, es sei denn, da vorne passiert irgendwas Unvorhergesehenes wie ein Sturz. Janine Hettich-Walz geht als 21. raus mit einem Fehler insgesamt. 21. 43 war sie gestartet. Und jetzt kommt es zum Anstieg. Und schau an, der Ski von Lena Hecki Groß, der läuft gut. Sie geht raus und gleitet vorbei neben die Norwegerin aus dem Windschatten. Aber die Spur war vorhin auch nicht so schnell, wie da, wo die Techniker ausgefahren sind. Also ich hätte wahrscheinlich nicht die Spur genommen an ihrer Stelle. Aber sie geht als Erste in den Anstieg. Aber vielleicht wollte sie auch, dass Lena vorbeigeht, damit sie jetzt die bessere Position in der nächsten Abfahrt hat. Vielleicht war es ein taktisches Manöver, da die Spur zu wählen. Wir werden es erfahren nach dem Rennen. Kleiner Blick von Lena Hecki-Walz nach rechts. Landberg-Tandrevold mit der Attacke. Also, wir haben es jetzt erfahren. Das war nicht die Taktik von ihr. Sie will es von vorne versuchen. Sie geht raus, sie geht um die Kurve in die letzte Abfahrt als Führende. Ich
Hinter dem zweiten Tunnel kommt die Rechtskurve. Da wird sich entscheiden, wer wird Zweiter, wer wird Dritter. Wir gratulieren erstmal Elvira Öberg zu diesem Sieg. Elvira Öberg, es ist ihr 8. Weltcup-Sieg. Und dort hinten Lena Hecki-Groß, die zieht das Ding. Da lacht die Koralle, ich fasse es nicht. Lena Hecki-Groß wird Zweite. Es ist das beste Ergebnis ihrer Karriere. Sie schlägt Ingrid Landmark-Tandrevold und die geht als Dritte ins Ziel. Lisa Vitozzi kommt als Vierte. War ja auch krank gewesen in Östersund, hat Rennen ausgelassen, nimmt aber alles mit, weil sie natürlich in der Gesamtwertung vorne sein will. Ist Vierte im Moment. Wieder ein Top-10-Ergebnis, Platz 4. Immer in den Top-10 gewesen, Lisa Vitozzi, Auftaktsiegerin ja im Einzel in Schweden. Julia Simon kommt als Fünfte ins Ziel mit einem Schießfehler. Und dann kommt die, ja, vielleicht auch Gewinnerin des Tages mit Hanna Öberg, denn sie hat fehlerlos geschossen und verbessert sich von 20 auf 6. Schnellste Laufzeit, Elvira Öberg, eine Sekunde vor Ingrid Landmark-Tandrevold. Dritte Laufzeit, Lena Hecki-Groß. Aber die hatte schnell geschossen. Die hat es dann sozusagen über schnelles Schießen mitgelöst und eben über die starke Schlussrunde. Sie ist die schnellste Schlussrunde gelaufen, Lena Hecki-Groß. Laufbestzeit jetzt Justine Bresas-Boucher, die jetzt ins Ziel kommt. 15 Sekunden schneller nochmal als Elvira Öberg. Und Anna Gantler mit einem Top-10-Ergebnis, das hatte sie sich als Ziel gesetzt. Hat ja viele Fans, Anna Gantler, vor allen Dingen hier in Österreich, aber auch in Deutschland. Selbst in Berlin soll es Anna Gantler-Fans geben. Teresa Vorbonnikova, auch sie hat fehlerlos geschossen, kommt jetzt als 11. ins Ziel, von 16 gestartet, die Tschechin. Und Lujan Monod im Fotofinish gegen Vanessa Vogt. Die sind zusammen losgelaufen. Die haben jeweils 2 Fehler geschossen und kommen hier gemeinsam ins Ziel. Glückwunsch an Elvira Öberg, an Lena Hecki-Groß und an Ingrid Landmark-Tandrevold, die mit diesem dritten Platz übrigens das gelbe Trikot übernimmt von Lujan Monod. Und Vanessa Vogt, einmal mehr, die beste Deutsche auf Platz 12. Orson Persson, Hislova, die ja gestern 10. war, die Tschechin. Dann Dorothea Vira von 26 auf 17 mit 2 Fehlern. Marketa Davidova. Nein, Lucy Shavatova war das natürlich, die hier als 19. rauskommt. Und die nächste Deutsche wird Janina Hettich-Walz sein, die als 43. gestartet war und nur einmal daneben geschossen hat. Da kommt sie ins Ziel. Also ganz stark am Schießstand. Von 43 auf 26 in die Weltcup-Punkte. Weltcup-Punkte gibt es für die ersten 40. 25. 26. Laufzeit von Janina Hettich-Walz. Vanessa Vogt, 7. Laufzeit im Bereich von Arne Kleif, Magnusson, der Schwedin. Also ich denke, das war insgesamt ein ganz gutes Rennen von Vanessa Vogt. Das Niveau vorne war einfach zu hoch, um wirklich Boden gut machen zu können heute. Sophia Schneider als 36. im Ziel. Hatte 3 Strafrunden geschossen. Läuferisch fast zeitgleich mit Janina Hettich-Walz. Selina Grotian kommt als 40. War als 33. gestartet. Und Vanessa Vogt ist schon bei Willi Haag.